Ja, ich habe euch die verschiedenen Lichtquellen, mit denen man in der Porträtfotografie arbeiten kann, ja schon vorgestellt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht denn das Ganze denn in der Praxis aus? Wir sind hier rausgegangen, wir stehen in der Einfahrt zur Tiefgarage vor meinem Studio und wir haben so ein bisschen wechselnde Lichtverhältnisse, mal ist die Sonne da, mal nicht. Und ich möchte euch jetzt die verschiedenen Lichtquellen mal vorstellen und dabei die Jacqueline immer in der gleichen Pose fotografieren, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie sich die einzelnen Lichtquellen auf das Bild auswirken. Die erste Lichtquelle, die wir verwenden können, ist natürlich ganz klar die Sonne. Das heißt, wir werden das erste Bild machen, nur mit der Sonne. Sie steht jetzt relativ steil, wir haben jetzt hier 11:30, sie steht relativ steil hinter der Jacqueline am Himmel. Und das ist das erste Bild, das wir machen. Die zweite Möglichkeit, was wir machen können, wir können diese Sonne natürlich auch über einen Reflektor nutzen. Und wenn wir den Reflektor nutzen, werden wir ihn hier über sie halten und wir reflektieren die Sonne, die von hinten kommt, quasi in ihr Gesicht. Dann haben wir die zweite Möglichkeit und dann habe ich hier noch meinen Blitz aufgebaut und mit diesem Blitz werde ich euch aber auch trotzdem zwei verschiedene Wege zeigen, wie man damit arbeiten kann. Nämlich einmal ganz natürlich und einmal relativ dramatisch. Doch ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich schieße mal das erste Bild. Mal schauen, was unsere Sonne macht. Die kommt gleich wieder durch. Das heißt, ich schieße mal das erste Bild und werde jetzt hier die Belichtung so wählen, dass ihre Haut korrekt belichtet ist. Das heißt, nachdem ihr Gesicht im Schatten ist, führt es dazu, dass hinten mein Hintergrund heller wird. Machen wir gerade mal. Jacqueline, schau mal ganz zu mir. Genau. Wunderbar. Aber lass die Augen mal zu. Und auf. Genau. Ihr seht, ich habe jetzt bewusst etwas überbelichtet, damit das Gesicht, das im Schatten liegt, korrekt belichtet ist, was dazu führt, dass die eigentlich eher dunkelgraue Wand sehr, sehr hell wird. Und jetzt brauche ich meinen Assistenten. Hendrik, kommst du mal ganz kurz? Und wichtig ist, Jacqueline, du stellst dich wieder so hin. Du siehst sozusagen, ab wann das Gesicht, die Jacqueline lässt mir die Augen zu. Du gehst noch ein Stückchen näher ran und kippst mal so, dass es im Gesicht am hellsten wird. Ein Stückchen zurück, genau, so ist perfekt. Jacqueline, du lässt die Augen zu und machst erst auf, wenn ich dir das sage. 1, 2, 3. Sehr gut, nochmal. Augen zu und auf. Sehr schön. Was wir jetzt hier machen, wir erhöhen einfach die Lichtmenge im Gesicht und damit passen Vordergrund und Hintergrund wieder etwas besser zusammen, weil wir einfach die Helligkeit im Gesicht anheben und dann muss ich nicht mehr so stark überbelichten und wir haben hier ein schönes, ausgewogen belichtetes Bild. Mit dem Reflektor habe ich aber den Nachteil, ich kann nur die Lichtmenge reflektieren, die von oben kommt. Denn der Reflektor macht ja nichts anderes als das Sonnenlicht umlenken und ich bin jetzt hier einfach an das gebunden, was von oben kommt. Das heißt, ich kann maximal gleich hell werden wie von hinten und das ist das, warum ich relativ gerne im Outdoor auch mit Blitz arbeite. Denn hier kann ich natürlich deutlich stärker werden wie die Sonne. Das heißt, ich kann das Sonnenlicht unterbelichten und kann dann eher so ein bisschen dramatischere Effekte erzielen. Aber ich muss es nicht tun. Und das ist der große Unterschied. Ich kann auch mit dem Blitz natürliche Bilder machen. Und das ist das, was ich jetzt hier zunächst mal vorhabe. Ich hole den Blitz mal etwas näher ran. So, ziehen den mal mit. So. Sonne kommt nach wie vor von hinten. Ich mache jetzt hier von vorne eine möglichst sanfte Aufhellung. Deswegen, ich habe eine große Softbox vorne drauf. Ich habe den Blitz jetzt noch relativ schwach eingestellt. Das heißt, ich möchte hier im Prinzip das Gleiche machen, was wir mit unserem Reflektor gemacht haben. Nur ganz leicht von vorne aufblitzen, sodass es gar nicht geblitzt aussieht, sondern dass wir einfach nur homogene Lichtverhältnisse bekommen. Dazu gehe ich jetzt hier natürlich in den manuellen Modus und verlasse hier die Blendenautomatik, mit der ich gerade fotografiert habe. Ich schaue nochmal, was für Belichtungsparameter wir hatten. Das war eine 500/28. Dieselben Parameter werde ich jetzt einstellen und dann die Bilder nochmal machen. Allerdings jetzt von vorne geblitzt. So, machen wir hier den Blitz. So, Jacqueline. Genau. Wir haben hier die ähnlichen Lichtverhältnisse
wie wir es bei dem Einsatz des Reflektors haben. Das heißt, eine sehr, sehr natürliche Lichtwirkung. Und ihr habt gesehen, ihr habt wahrscheinlich den Lichtimpuls kaum gesehen. Der Blitz ist sehr, sehr schwach eingestellt. Wir brauchen hier ganz wenig Licht von vorne, um hier eine Aufhellung hinzubekommen. Jetzt werde ich den Blitz mal auf die volle Leistung drehen. Das heißt, ich wechsle hier auch mal den Kanal, damit mir hier die vollen 1200 Watt zur Verfügung stehen. So, dauert einen kleinen Moment. Ich schraube das hier gerade mal um, weil ich auf dem zweiten Port nämlich deutlich mehr Leistung habe. So, und werde auch jetzt hier die Blitzstärke mal auf volle Leistung drehen. So, wie gesagt, volle Leistung jetzt beim Blitz. Jetzt kann ich natürlich auch mit den Belichtungsparametern deutlich kürzer werden. Das heißt, ich stelle jetzt mal hier eine Blende 2.8 und eine 4000stel ein, keine 500stel mehr. Und wir machen dasselbe Bild nochmal. Und die Augen auf. Sehr gut. Was ihr jetzt seht, ist der sogenannte American Night Effekt. Nicht ganz, aber fast. Wir müssten es jetzt noch etwas extremer machen von den Belichtungsverhältnissen. American Night bedeutet, dass wir sozusagen bei Tageslicht Aufnahmen machen, die aussehen, als wären sie bei Nacht gemacht. Und das erreiche ich, indem ich das Umgebungslicht, sprich das Sonnenlicht, hier extrem unterbelichte. Ihr seht, die vorher sehr, sehr helle graue Betonwand, die hier wirklich in der Sonne liegt, die wird ganz, ganz dunkel und die Jacqueline wird richtig rausgeblitzt sozusagen. Und das ist eben das Schöne, was ich mit Blitz machen kann. Ich kann hier beides machen. Es kommt einzig und allein auf die Wahl meiner Blitzleistung und die Wahl meiner Belichtungsparameter an. Das heißt, ich kann hier sowohl ganz natürliche Bilder blitzen, wie auch Bilder, die extrem geblitzt aussehen. Und damit eröffnet mir die Blitzfotografie Outdoor fast noch mehr Möglichkeiten, wie wenn ich nur mit einem Reflektor hier arbeite.